Ton. So. Vorne rum. Das wird eine richtig interessante Nummer. Ja, jetzt haben wir Salat. There she goes. Herzlich willkommen in diesem Video zu jede Menge verkackten Stuff. Dem Captain ist zu warm. Der Captain hat tonnenweise vorbereitet. Er braucht Kaffee, 1 Million Notizen, diesen Mini Raspberry Pi, einen Monitor und Dokumentation. Denn dieses Video wird euch den Verstand aus den Nüstern blasen. Altes rumänisches Sprichwort. Viel Bastelarbeit, Coding und Dashboardarbeit. Viele Zettel. Und aus diesem Grund gehen wir heute mal drauf ein. Ein Grafana-Dashboard. Was ist das? Was kann ich damit machen? Warum ist das so fancy? Warum lohnt sich das nicht nur für Unraid, sondern auch für ganz viele andere Sachen? Welche coolen metrischen Daten kann ich damit anzeigen? Was habe ich für Möglichkeiten? Wozu habe ich das Ganze hier? Und was könnte das euch da draußen bringen? Schritt für Schritt, wir gehen es durch. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das Ganze anzugehen. Achtung vorweg, das ist nicht ohne Arbeit verbunden. Da müsst ihr auch schon mal ein paar Minuten investieren. Und für alle da draußen, die noch keinen Unraid haben, holt ihr euch Unraid, tut ihr euch um einiges leichter. Und alles andere erfahrt ihr jetzt im Video. Schaut euch diese Graphen an, wie schön die sind. Monate an Arbeit. Jo, und ohne Witz, übertreibe nicht. Jo, ohne Witz, ich übertreibe nicht, das war monatelange Arbeit, das zusammenzustellen. Was ihr hier seht, ist ein Grafana-Dashboard. Grafana ist ein Programm, um verschiedene Daten grafisch darzustellen. Deswegen Graf. Ihr könnt damit alles Mögliche auswerten, jede Datenbank, jeden Datenstrom, jede Log-File. Ihr könnt da alles hinschmeißen und wenn ihr es richtig einstellt, bekommt ihr da eine schöne optische Auswertung davon. Warum ist das so toll? Ich in meinem Fall habe meine OpenSense Routerbox, wer das Video nicht gesehen hat, anschauen, Link in der Videobeschreibung, damit verknüpft, um meine Firewall-Blocks und so weiter darstellen zu können, die Geo-IP-Abwehr darstellen zu können. Im Livestream habe ich darüber geredet insgesamt und da habe ich dieses Dashboard gebaut. Erstmal, was zeigt mein spezielles Dashboard an? Wir haben eingehenden, ausgehenden Verkehr mit den Zielquellen und den Verbindungsquellen, was wird von der Firewall geblockt, was durchgelassen, über welche Schnittstelle kam das Ganze, aus welchem Land. Dann natürlich hier unten das Segment des Servers, unseres Unraid-Servers, die Temperatur der CPU, die Kernauslastung, wie viel Strom der Unraid-Server verbraucht, wie viel RAM verbraucht wird, wie hoch die CPU-Last ist, wie mein ganz normales Unraid-Array ausgelastet ist, inklusive Cache, wie viele Daten ich wann draufschaufel, wie viel belegt ist, wie viel noch frei ist. Hier unten die Auslastung der einzelnen Docker auf die CPU, hier die Auslastung der einzelnen Docker auf den Arbeitsspeicher. In der Mitte, wie viel Cache genutzt wird und wie groß das Wachstum des Arrays ist. Darunter, und das ist das Tolle an Grafana, wenn man es richtig einstellt auf Unraid, kann ich mir alle metrischen Daten meines ZFS-Arrays anzeigen lassen. Und das ist cool, denn das ZFS-Array kannst du sonst nur darstellen, gar nicht, weil Terminal, ne? Nur in der Terminal-Eingabe, dafür gibt es keine GUI, keine grafische Anzeigung, es wird auch nicht in Unraid angezeigt, aber hier kann ich mir alle wichtigen Metriken anzeigen lassen in Grafana. Ich habe es für mich persönlich komprimiert auf die Sachen, die ich direkt sehen muss. Es gibt 1 Million Dashboards und ich habe ganz viele verschiedene hinzugefügt, das könnt ihr auch. Aber ich habe versucht, alles auf eine tolle Seite zu bekommen, die mir persönlich den größten Mehrwert gibt. Und das könnt ihr auch herunterladen. Für euch da draußen stelle ich euch am Ende des Videos natürlich wie immer zur Verfügung, dass ihr euer mein Dashboard, The Geek Freaks Dashboard, selber euch aufsetzen könnt. Ist doch fein, oder? Darunter die Last der USV, meine Netzwerkkarten. Ich habe 42 Gigabit Karten im Server. Die werden angezeigt, die Temperatur der Festplatten und die Smart-Werte der Festplatten. So ist es momentan aufgebaut. Und hier unten haben wir die Verbindungsquellen nochmal. Was ihr hier oben seht als Verbindung und Zielquellen, habe ich hier nochmal aufgeteilt, um es einfach schöner zu strecken mit den Geo-IP-Sachen. Hier unten habe ich mir ein paar wichtige Ping-Metriken eingerichtet mit Grafana Cloud. Gehe ich später darauf ein. Wie zum Beispiel unseren Server, das CDN, Google und das Ganze wird gepinkt mit Latenz. Darunter den aktuellen absoluten Download- und Upload-Speed meines OpenSense-Routers. Um zu sehen, wie viel der Leistung wird ausgelastet, habe ich einen Schwellwert gestellt, wie hoch und wie schnell, also wie schnell ist mein Internet. Und dann prozentual, wie weit ist der Füllstand denn verbraucht? Im Moment. Niemand lädt was runter, niemand lädt was hoch. Daneben Ping-Werte aktuell des Servers in Frankfurt, um zu sehen, wie gut ist denn der OpenSense-Ping im Moment. Darunter den Stromverbrauch meiner USV über Zeit, die das alles hier hinten hier managt, damit ich auch weiß, was mein ganzer Server-Netzwerk-Stack so verbraucht. Tag, Monat, Woche, Jahreshochrechnung, Durchschnittsverbrauch und wie hoch die Last meiner USV ist. Das heißt, wie viel Watt habe ich verbraucht, wenn mal Stromausfall ist. Dieser Monitor und alles läuft auch davon, dann sehe ich genau, wie kritisch ist es, muss ich herunterfahren oder nicht. Und darunter zwei Aufteilungen, war ein bisschen schwierig zu machen. Logstash läuft nicht da drauf. Nein, das Ganze ist mit Promtail gemacht, um
die aktuellen Logfiles von Unreal auszuwerten. Passiert irgendwas in meinem Unreal-Server, wird es hier als Log gelistet. Habe ich Fehler, wird es hier drüben gelistet. Keine Fehler, Moment, was gut ist. Logs natürlich, habe ich ein paar Mal eingeloggt, ein paar Sachen ausgewertet, das landet dann hier. Und das Ganze noch gethemed, das ist mein Tab hier unten, den ihr schlecht seht. Ich kann nämlich die Farbe ändern. Ich habe ein paar Presets so gemacht, so für mich, mit meinem kleinen Plugin, das ich auch genutzt habe, um Unreal-Theming zu betreiben. Mit diesem Plugin kann man zusätzlicherweise, nennt sich Theme.Park, kann man Grafana bearbeiten. Und ich kann jetzt hier so durchgehen und könnte mich für eine andere Farbe entscheiden. Lade. Nehme ich mal eine andere Farbe. Ich habe ja ein paar zur Auswahl. Ich lasse das Ganze über meinen Raspberry Pi 4 laufen. Das heißt, der macht das Ganze mit Kabel oder Funk. 2 GB Variante. Dieser Monitor ist 4K, dass ich auch in richtiger Auflösung alles gut erkennen kann. Und damit drücke ich diesen Raspberry Pi an die Grenzen. Ich bin weit über die Grenzen dessen gegangen, was er eigentlich aushält. Aber er macht's ohne zu schmelzen. Und das ist gut. Und deswegen steht er da hinten. Dann kann ich das Ding auch woanders hinversetzen. Denn ihr könnt es ja auch, egal wo ihr wollt, platzieren. Wi-Fi an, Raspberry hinten dran geklebt und ihr habt überall euer Dashboard. Kann vielleicht praktisch für Firmen sein. So, ihr seht, ich habe sehr viele Metriken. Und ihr könnt auch noch mehr Metriken draufhauen. Ihr könnt alles Mögliche draufhauen. Bilder, Live-Video-Stream-Themes. Wenn ihr in einer Fabrik seid und wollt eure CNC-Maschine oder 3D-Drucker im Auge behalten. Live-Video-Feed daneben mit den Auswertungsdaten des jeweiligen Docker-Containers zum Beispiel. Oder. Automationen ohne Ende. Man hat alles auf einen Blick. Rot-Grün-Warnmeldungen für Firmen, für industrielle Gebiete, für Heimserver, für Homelab. Da eignet sich ja ganz viel. Aber wie kommen wir dahin? Wie machen wir das? Weg ist lang, Weg ist schmerzhaft, wie immer. Ich sitze seit Monaten dran, Und ich habe es heruntergebrochen auf, 3 Workflows, plus minus. 3 Workflows, plus minus. Ihr müsst euch am Anfang entscheiden. Dieses Grafana Dashboard, wie wollt ihr es umsetzen? Wollt ihr alles komplett selber bauen? Das heißt, jedes Programm selber aufsetzen auf Bare Metal, einer Maschine. Oder wollt ihr das Ganze in Unreal laufen lassen? Die 2 Möglichkeiten. Darunter teilt sich's wieder auf. Wollt ihr das Ganze in Docker-Containern haben? In einer virtuellen Maschine? Oder auf Bare Metal installieren? Könnt ihr auch machen. Direkt auf die Maschine installieren. Alles, was ihr benötigt für Grafana und Gibeam. Das könnt ihr entweder auf Unreal machen, indem ihr Docker anlegt. Oder virtuelle Maschinen oder eben auf einer selbstgebauten Maschine. Das heißt, wenn ihr selber eine dedizierte Maschine habt, habt ihr 3 Möglichkeiten. Bare Metal, virtuelle Maschine, Docker-Container. Auf Android habt ihr 2 Möglichkeiten. Docker-Container, virtuelle Maschine und eine halbe Möglichkeit, einen fertigen Unreal Grafana Dashboard Stack. Den zeige ich euch auch, der hat aber viel weniger Möglichkeiten, ungefähr nur 20% und ist ein bisschen outdated, aber er funktioniert. Um das Ganze umzusetzen, brauchen wir viele Programme. Oh. Und ich darf nichts davon vergessen. Nichts davon darf ich vergessen. Heilige Bambucha. Wir brauchen erstmal Grafana. Das ist ein Programm, das kann uns das Ganze anzeigen, aber es bekommt keine Daten. Also wir müssen Datenbanken anlegen und Datenbankdatenanlieferer anlegen. Ne? Irgendwo müssen ja die Daten herkommen für dieses hübsche Board. Ah, ich meine, dann wird eine andere Farbe. Das Theme gefällt mir nicht. Und ab da wird es relativ tricky. Wir gehen alle Wege durch, den leichtesten am Schluss. Und ihr könnt natürlich schauen, euch da entlang zu hangeln. Ich kann euch das als fertiges Setup-to-Go-System nicht bieten, denn es ist sehr viel Gefrickel und ich kann es nicht so zusammen kompilieren. Ich habe auch nicht geschafft, einen Docker in der Hinsicht zu bauen, der funktioniert und nicht dauernd abstürzt oder Probleme macht. Wenn jemand von euch da draußen das kann, würde ich mich sehr freuen, wenn er das umsetzen würde. Ich zeige es euch anhand des Beispiels, wie es ich gemacht habe ungefähr und ihr müsst dann halt ein bisschen Selbstinitiative in Kauf nehmen oder nehmt den sehr beschnittenen, fertigen Container. Ihr könnt das Ganze auf dem PC, Laptop, Raspberry Pi, Proxmox, Unreal, egal wo, installieren. Geht überall. Das ist das Erste. Das Zweite ist, es läuft unter Windows, OS X und Linux. Aber wir müssen dahin. Das heißt, mit Grafana-Programmen ist es nicht allein getan. Wir brauchen Datensammler. Datensammler, die wir brauchen. Telegraph ist ein Programm, das Daten sammelt. InfluxDB ist eine Datenbank, die Daten sammelt. Grafana Cloud, um Daten aus der Cloud zu bekommen, wie zum Beispiel die Pings der Homepages. Wir brauchen Loki und Loki Promtail, um die Logwerte hier unten auslesen zu können. Wenn ihr das nicht wollt, braucht ihr das nicht. Wir brauchen IPMI, um Temperaturen der Festplatten und Temperaturen der Prozessoren auslesen zu können. Wir brauchen Elasticsearch, die sich damit beschäftigen, mit so Dashboards und so weiter, wissen ELK, das ist der heilige dreifaltige Gral der Datensammlung. Elasticsearch, Logstash und Kibana, 3 Programme. Logstash wertet Logfiles aus. Kibana hilft mit Elasticsearch, das Ganze in einer Oberfläche darzustellen und Filter anzulegen auf diese Datensammelkragen. NUT, N-U-T, für wenn ihr eine USV habt und die USV-Daten eingetragen haben wollt. Auf Android brauchen wir dann noch den NUT InfluxDB Exporter, um die Daten von NUT nach Influx zu bekommen und von Influx in Grafana. HDD-Temp,
um die Daten auslesen zu können auf Android, um die Temperaturen zu bekommen. Und wir brauchen, falls wir kein Smart- oder HDD-Temp nehmen wollen, Smartmon-Tools, MaxMind Geo-IP-Map dafür. Das geht zwar mit Elasticsearch aber die ist viel ungenauer. Für MindMax braucht ihr übrigens einen Account, den ihr euch anlegen müsst. Dann habt ihr Geo-IP. Und WorldPing hatte ich auch verwendet, ist aber veraltet, deshalb lasse ich das jetzt weg. Das sind alle Programme, die ihr im Groben braucht. Das ist ein ganzer Batzen. Die könnt ihr euch einfach installieren und runterladen, auf Bare Metal selber konfigurieren und dann hin und her schubsen. Für die Profis unter euch kein Problem. Für alle anderen, die sind jetzt völlig überfordert. Denn das ist richtige Frickelarbeit. Es gibt da noch zwei Möglichkeiten, wie man das anlegen kann. Ihr könnt es entweder so machen, indem ihr alle Programme einzeln installiert, dann in die jeweiligen INI-Dateien geht, konfiguriert. Hey, Listen-Port hier, Sende-Port da und alles zusammen verknüpft. Dafür gibt es Anleitungen im Internet, die verlinke ich auch. Kann dauern, bis das läuft. Ihr könnt natürlich auch Docker-Container nutzen, in Android zum Beispiel, und könnt sagen, ich nehme diesen Docker, die müsst ihr auch verknüpfen. Und dann landet ihr an dem Punkt, wo es keinen ELK-Container für Elasticsearch, Logstash und Kibana zusammen gibt. Den müsstet ihr euch bauen oder über eine virtuelle Maschine gehen. Ich habe versucht, einen PFL-Container hinzukriegen. Der hat nicht richtig flüssig funktioniert und hat Fehler erzeugt. Oder andere Variante, ihr nehmt den Android-Stack. Den installiert ihr einfach, startet und der ist fertig. Mehr nicht. Der zeigt euch aber nur 20% dieser Daten an, denn er hat nicht mehr Plugins und nicht mehr Schnittstellen zur Verfügung. Das war das, was ihr braucht. Wenn ihr jetzt noch OpenSense dazu haben wollt, müsst ihr auf OpenSense auch Telegraph installieren. Wenn ihr diese ganzen schönen Blockdaten haben wollt, braucht ihr Sensei. Ihr müsst dann das Plugin Sensei installieren, das ist kostenlos in der Base-Variante. Und als Datenbank, die muss am Anfang ausgewählt werden, nicht die interne nehmen, sondern den Link zur IP und Port. Diese Elasticsearch-Datenbank, denn es nutzt intern auf der OpenSense auch Elasticsearch. Dieser Reset übrigens ist dazu da, den Cache des Raspberry Pis zu leeren, weil der hat nur 2 GB RAM. Und bei 4K-Display mit so einer Datenmenge raucht der mir sonst ab, deshalb refresht der ab und zu. Das heißt, das müsst ihr machen. Und ihr müsst auch Logs anlegen und Exporter festlegen. Steht auf jeden Fall hier. Logs und Exporter, dass die Daten der OpenSense-Box geschickt werden in unser schönes Grafana. Das sind die Arten, wie ihr es machen könnt. Auf der Hardware-Maschine alles auf einem Ding installieren, check. Oder alles in einer VM installieren, check. Oder in unterschiedlichen vielen Docker-Containern, check. Oder als Android-Stack. So oder so müsst ihr das selber aufeinander abstimmen. Eine kleine Erleichterung gibt es. Wie gehen wir vor? Ich habe einen speziellen Weg genommen. Denn ich bin rein, halbwegs unbedarft, und habe mir gedacht, so gut, Grafana in Android installiert. Läuft. Dann InfluxDB in Android als Docker-Container. Läuft. NAT-Exporter in Android als Docker-Container. Läuft. Als nächstes Telegraph. Telegraph als Android-Docker-Container. Läuft. Und dann wusste ich, ich brauche noch ELK. Elasticsearch, Logstash und Kibana. Dafür gab es mal einen PFEC-Docker-Container. Nicht für Android, nur an sich Docker-Container, den ich mir genommen habe aus dem Internet. Habe ihn angepasst, habe mit dem Script PFEC, das ist auch in der Videobeschreibung auf GitHub, hat ein findiger Kerl hat ein Script geschrieben, das die nötigen Sachen und Filter zusammenfasst für eine Transferierung der Daten und Logfiles von OpenSense, PFSense, beide, zu ELK, dass ich es auslesen kann in Grafana. Dieses PFL-Skript habe ich laufen lassen. Wenn ihr das daheim ausprobieren wollt, das hat viele Dependencies, da muss das richtige Java Open GDK drauf sein und so weiter und so fort. Das kann man laufen lassen. Dadurch habe ich die Sachen installiert und aktualisiert bekommen. Das hat aber 2 Wochen gedauert, bis es richtig lief und alle Programme auf der neuesten Version. Dann werden da in diesem Skript Templates installiert, Filter installiert, in Logstash und Kibana Elasticsearch. Diese Filter legen Tags fest, um die Rohdaten in lesbare Datenbankdaten zu verwandeln. Und wenn das getan ist und diese Filter und Templates sind drauf und diese Template-Dashboards sind installiert, dann verlinkt man das Ganze in Grafana. Das heißt, man geht in Grafana, wenn es denn offen ist, Management. In Grafana sind die Login-Daten übrigens Admin, wenn ihr euch den Docker-Container installieren wollt. Ihr geht ins Management, rein, Datenbanken hinzufügen und dann müsst ihr die IP und den Port der jeweiligen Datenbank hinzufügen. Elasticsearch ist zum Beispiel 9200, InfluxDB, habe ich jetzt nicht im Kopf, aber könnt ihr anlegen, wie ihr wollt. Und das müsst ihr dann alles eintragen und als Datenbank hinzufügen. Wenn ihr fertig seid, drückt ihr Save and Test und dann testet ihr, ob die Verbindung steht. Wenn sie nicht steht, ist eine Konfiguration falsch und ihr müsst wieder schauen, wo ist da der Fehler, bis es eben geht. Und dann habt ihr die Datenbank als Datengeber hinzugefügt. Und das ist wichtig. In meinem Dashboard habe ich ungefähr 25 bis 30 Datengeber drin, die Daten zusammenfassen. Das ist eine ziemliche Masse. Das sieht man jetzt hier nicht, aber das zeige ich gleich als Ausschnitt in diesem Video. Und dann habe ich verschiedene Filter und Werte und Variablen natürlich auch definiert, weil man muss ja erstmal definieren, wann wird was zu Kilowattstunden, wann wird was zu Euro hinzugefügt, wann wird was zu Kilobytes die Sekunde, wie ist der Dividend, wenn nur Bytes die Sekunde angezeigt werden oder
Bits? Ist das Ganze Mebibyte, Mebibyte, Megabyte? Ihr seht, da geht einiges ins Land. Wie verwandle ich die Rohdaten in lesbare Daten? Wie stelle ich Graphen über Zeit dar? Das muss man sich alles ein bisschen rausarbeiten. Ich habe als Vorlage dafür das ultimative Unraid-Dashboard genommen. Link in der Videobeschreibung. Das hat mir aber nicht ganz gepasst, denn ich nutze kein Plex und so weiter. Wer Plex nutzen will und wer Streaming-Sachen, Sonar, Radar und so weiter, die sind da alle integriert. Der kann das selber aufsetzen und nach diesen Anleitungen im Netz vorgehen. Ich war dann an dem Punkt, hatte alle Datenbanken installiert. Gut, InfluxDB ist da, das ist da, habe alles in Grafana eingetragen, dass diese Datenbanken da sind und dann habe ich ausprobiert und Daten hin und her geschuppert. Das heißt, ich habe jetzt mir Container ausgesucht. Es gibt auf der Grafana.com Homepage gibt's Dashboards, die kann man sich runterladen. Die sehen teilweise sehr interessant aus, auch für Unbound, auch für Suricata, für OpenSense, für Unraid ein paar. Und diese habe ich genommen, habe erstmal geschaut, welche Datenbank-Source muss ich auswählen, wie muss ich die Datenbank-Source auswählen, dass sie funktionieren, diese Dashboards. Dann habe ich mir angeschaut, was für Variablen sind eingetragen, dass diese Graphen so aussehen, wie sie aussehen. Okay, da ist jetzt hier zum Beispiel unten getTime, das ist dieser Befehl und ich habe nachgeschaut, welcher Befehl macht was und wo kriegt er die Daten her. Wo zum Beispiel Interface ist gleich ETH, da muss man bei jedem Rechner muss man etwas anpassen, das Interface, den Namen, die Schnittstelle, die Bezeichnung, die Festplattenbezeichnung, muss man selber reingehen und muss es anpassen in Grafana. Das ist ein bisschen aufwendig, nur man muss wirklich googeln, da kann ich nicht drauf eingehen, das ist zu detailliert in diesem Video. Aber es lohnt sich und es ist machbar. Und dann gebt ihr das ein und dann schaut ihr, ob diese Dashboards gehen. Wenn die gehen, nehme ich diese Dashboards, kopiere sie mir. Ihr könnt rechtsklick kopieren, einfügen, könnt ihr das rüber kopieren in ein anderes Dashboard. Und dann kann ich da rumspielen, die verändern, anpassen und meine eigenen schreiben auf Grundlage und Basis des gelernten Wissens der Dashboards, die schon vorhanden sind. Damit hangelt man sich sehr schnell etwas voran und etwas schneller. Man kann Thresholds einstellen, zum Beispiel für die Temperatur hier, dass die Farbe sich ändert, orange wird, rot wird, Grenzwerte und so weiter. Das ist ganz toll hier, wie hier seht ihr hier an diesem Graph, da wird es dann immer roter oder hier Farbe, Threshold, Limits, kann man alles einstellen, man kann es alles aufbereiten, wie man will. Dann habe ich diese Dinge eingetragen und habe angefangen, mein Dashboard zu bauen, so dass es halbwegs hübsch ist und dass ich es richtig darstellen kann für mich auf einen Blick, dass ich erkennen kann, worum es geht. Wenn es euch nicht gefällt, kein Problem, ihr könnt es anpassen, wie ihr wollt und runterladen. Dazu müsst ihr es nur importieren als JSON-Datei, habe ich verlinkt in der Videobeschreibung, die fügt ihr ein, könnt ihr einfach als JSON-Import machen, zack, zack, TGF-Dashboard 1.0, ihr importiert es und dann wird es angezeigt und dann werden erstmal alle Felder leer sein und bitte jetzt nicht enttäuscht sein, ihr müsst jetzt da oben, da sind ganz viele kleine Felder und da müsst ihr jeweils die richtige Datenbank eintragen als Variable. Und wenn ihr die noch nicht angelegt habt und kein Elasticsearch oder kein Kibana habt oder kein InfluxDB, dann wird das auch nicht funktionieren. Sogar beim Import wird er euch fragen, ob ihr diese Dinger schon angelegt habt. Und wenn ihr die dann quasi ausgewählt habt und angelegt habt, dann sollte es anfangen, Daten zu regnen. Und ab da kann man sich damit intensiv beschäftigen, wie man es denn haben will. Es gibt im Netz tonnenweise Anzeigen dafür. Ich fand das sehr interessant, weil ich so alle Metriken meines Routers und meines Servers vereint habe und immer direkt sehe, oh, so viel Daten schaufle ich gerade drauf, so viel Daten fließen runter, diese Daten habe ich gelöscht, so viel Platz habe ich noch, so viel Traffic wandert übers Netzwerk oder eben über WireGuard, der ich auf der OpenSense-Box habe oder, das sind ja sehr viele Daten. Oder habe ich gerade eine Attacke, aus welchem Land kommt, wie wird mir das im Logfile angezeigt, sollte ich nochmal in der Sensei direkt aufs andere Dashboard gucken, denn ich habe keine Rotation, ihr könnt aber das Ganze wie hier im Kiosk-Modus starten. Es gibt einen Kiosk-Modus, den könnt ihr einfach aus dem Browser heraus starten und dann geht es immer automatisch ein Vollbild auf. Ihr könnt auch so auswählen, dass ihr am Anfang keine Anmeldung mehr braucht, sondern dass es ohne Autorisierung direkt aufgeht. Sicherheitsrisiko, aber für solche Dashboards vielleicht praktisch. Und ihr könnt verschiedene Dashboards in Rotation einstellen. Das Ganze beherrscht unter anderem Touch. Das heißt, ihr könnt Touch-Display nutzen, was absolut kein Problem ist. Ihr könnt Buttons einbauen. Das heißt, ihr könnt mit der Maus hier auch arbeiten und könnt mit Buttons ganz leicht Funktionen auswählen, starten und ausschalten. Habe ich jetzt nicht gebraucht für ein Dashboard, könnt ihr aber sehr gerne machen. Das heißt, ihr könnt das Ding nicht nur kontrollieren, sondern auch als multifunktionalen Display nehmen und können Sachen hin und her schaufeln, aktivieren, ausschalten, Lichtsensor, was auch immer. Und es geht auch auf Tablet mit Touch, auch über den Browser. Das heißt, wenn ich das Ganze auf dem Tablet aufmache, dann kann ich da auch Bedienfelder einfügen und Funktionen. Fast so ähnlich wie in meinem Video zu Touch Portal. Nur eben ein bisschen komplexer, kann aber alles. Ich habe versucht, einen IEO-Container zu bauen, der alles vereint für Unraid. Den wird es aber leider für euch nicht geben, denn ich bin an vielen Ecken immer wieder gescheitert und es hat sich aufgehangen, Programme sind abgestürzt, da die alle miteinander kommunizieren über verschiedene Ports und so weiter. Aber ich habe eine kleine Liste gemacht von allen Sachen, die vielleicht für euch wichtig ist. Alle Ports von jedem Programm, das ihr hinzuinstalliert, jede VM überprüfen. Jeden, wirklich. Ihr müsst nachschauen, ob das die richtigen Ports sind, ob die richtig miteinander kommunizieren. Incoming, Outgoing. Logins generieren. Safe Logins generieren für jeden Nutzer auf jedem
Programm. IPs doppelt checken. Die können sich erinnern, also nicht mit DHCP fahren, sondern wirklich fahren mit Static IP und die doppelt checken, außer ihr habt alles auf einem Container oder in einem PC, dann ist es immer Localhost. Da ist es dann aber auch wichtig, den Listening Port in der Elasticsearch INI, in der Kibana INI, in der Telegraph INI, überall, das sind sehr viele INI-Infos. Da könnt ihr Sachen einstellen, das ist dokumentiert und den immer auf 0.0.0.0 setzen. Nicht auf 127.0.0.1, 0.0.0.0 heißt von jedem Interface zuhören, von jeder Quelle. Und das ist wichtig, weil es kann sonst sein, dass es ohne, dass es sollte, trotzdem blockiert und nicht funktioniert. Wenn ihr es ganz als Docker installiert, habt ihr Glück, dann könnt ihr alle Logfiles dazu auslesen von jedem einzelnen Programm. Auf Bare Metal ist das ein bisschen schwieriger, da braucht ihr schon ein Logfile-Auswertungsgerät. PFAG-Templates sind verlinkt. Per Hand installieren, wenn was nicht funktioniert und genau durchlesen, was sie machen. Selber Regeln und Filter anlegen, das lohnt sich auf jeden Fall. Ich habe zum Beispiel eine PFAG Firewall 2 Regel selber angelegt, um alle Daten, Rohdaten der OpenSense zu nehmen und hier oben anzuzeigen, egal ob es jetzt von Suricata kommt oder von der Firewall. Und ihr könnt das Dashboard zu Panel importieren. Das heißt, ihr könnt auch einzelne Paneele anzeigen lassen und Variablen anlegen. Das heißt, oben in den Einstellungen könnt ihr in jedem Dashboard Variablen hinzufügen und das sind die Standardvariablen, die zum Beispiel die Daten von einer Datenbank holen. Da geht ihr dann hin, legt der Datenbank als Variable an, Host ist gleich und könnt es dann ziehen. In unserem Dashboard ist es schon vorangelegt. Wenn ihr das machen wollt, müsst ihr das per Hand machen. Denn der Fehler kann sein, wenn ihr ein Dashboard baut, warum kommen da jetzt keine Daten? Ich habe doch unten links die Datenbank eingetragen. Das reicht nicht, da müsst ihr als Variable eine definieren und diese Variable ruft ihr dann auf. Für alle Profis unter euch natürlich ist es nichts Neues. Ich habe mal eben die Mühe gemacht und habe mich ein paar Monate durchgefummelt, um das Ganze fertig zu kriegen, halt DIY. Diese Erklärungen können einfach ein bisschen oberflächlich wirken, denn sie sind schon sehr detailliert zu bemessen. Ihr könnt das Ganze auch auf einem Raspberry Pi direkt installieren, also alles auf einem Raspberry Pi. Das erzeugt aber viel Last. Da empfehle ich mindestens ein Raspberry Pi 4, getaktet auf 2 GHz mit mindestens 4 bis 8 GB RAM. Denn das ist eine Menge Daten, vor allem wenn ihr es auf einem 4K-Display darstellen wollt. Full-HD-Display mit weniger Sachen läuft dann einfacher. Ich musste für diesen Fall sogar das Display dimmen und das erkläre ich euch gleich mit der Framerate. Ein schwacher i7 oder i5 würde dafür auch absolut ausreichen oder ein Laptop, den ihr rumliegen habt. Damit könnt ihr euch so ein Panel basteln, was der Gaming-Super-PC macht, welche Daten kommen, wie viel PS man darstellen will, MSI, Afterburner, koppeln, Logdaten auswerten, kann man alles bauen. Auch eigene Automationen für 3D-Druck, CNC-Fräsen, Lasergravierer, alles möglich, alles anzeigbar, solange die Dinger Logfiles raushauen. Was nehmen wir bis dahin mit? Ihr braucht Accounts für Grafana, MaxMind ist nicht unbedingt nötig, aber besser. Und Unreal natürlich, wenn ihr das Ganze auf dem Server virtualisieren wollt und in jedem Ding aufmachen können wollen, haben, tun, in jedem Client. Welchen Weg empfehle ich euch jetzt, um das Ganze anzulegen, dass es so schön ist wie bei mir? Ich würde mir auf jeden Fall mal unser Template runterladen und dann versuchen, alles Stück für Stück nachzubauen. Das heißt, wenn ihr auf Unreal seid oder auch nicht, ist egal, Ubuntu und Debian geht genauso, holt euch als allererstes Grafana, installiert Grafana. Danach ladet euch Telegraph und InfluxDB herunter, als Docker-Container oder auf Bare Metal. Die zwei verknüpft ihr schon mal. Das heißt, Telegraph sendet seine Daten und InfluxDB senden seine Daten nach Grafana. Die verknüpfen. Die haben zwar noch keine Daten, aber es läuft dann schon. In der INI auch anpassen, vor allem bei Telegraph, woher die Daten kommen und welche Daten genommen werden. Habt ihr nämlich eine Quelle definiert oder auskommentiert in Telegraph, die nicht vorhanden ist, wird der abstürzen. Entweder der Container oder das Programm selber wird abstürzen. In Docker-Containern aufpassen, da ist kein System-CTL installiert meistens und kein NED. Das heißt, ihr müsst es als Service starten, nicht als System-CTL-Service. Das heißt, ihr müsst es forcieren und teilweise auch die Starter-Routinen selber eintragen, vor allem für Logstash. Alle anderen Sachen, Elasticsearch startet meistens von allein und Kibana, Logstash nicht. Braucht ihr nicht, wenn ihr den PFAG-Container nehmt. Den empfehle ich als nächstes. PFAG. Erstmal PFAG, das könnt ihr als Skript runterladen und das kann man überall einpflanzen, ob es jetzt VM, Bare Metal oder was auch immer ist. Und das lasst ihr laufen und schaut, dass alle Dependencies erfüllt werden und schaut, dass die Templates mit installiert werden, schaut, dass das Skript installiert wird. Das muss man manchmal öfters machen, hin und her probieren und vorher noch Requisites installieren, manchmal sogar in Docker-Containern die APT-Utilities installieren oder OpenJDK 14 anstatt 11, obwohl 11 gefordert wird, ausprobieren. Wenn PFAG läuft, was eine Sache sein kann, aber immer noch einfacher als es per Hand zu machen, glaubt mir, dann braucht ihr nichts mehr einstellen, was Elasticsearch, Logstash oder Kibana angeht. Wenn ihr es aber selber machen wollt, müsst ihr alles in der INI selber konfigurieren. Das ist wichtig. Und habt ihr das nicht in Unraid und Bridge-Modus, müsst ihr dafür eigene IPs festlegen. Und ihr müsst natürlich diese eigenen IPs auch wieder mit eigenen Ports verknüpfen. Wenn ihr das gemacht habt, PFAG als nächstes. Dann als nächstes den NAT-Exporter oder wenn ihr eine APC habt, das APC-Plugin, um die USV anzeigen zu können. Und erst ab da holen wir uns über Sensei und Telegraph
von der Open Sense Box die Daten und schicken sie gleich nach Elasticsearch, da wir die Filter und Templates der PFAC schon angepasst haben. Wenn ihr PFAC nicht nutzt, könnt ihr euch trotzdem die Templates runterladen und installieren. Die werden eingepflegt in Kibana und Elasticsearch, um durchzufiltern. Weiter anpassen lässt sich das Ganze natürlich noch weiter mit Prometheus und anderen Datenexporteuren oder Importeuren. Werde ich jetzt aber an dieser Stelle nicht anschneiden. Und wer Unraid haben will und diese Logstash-Dinge, der kann dann als nächstes Loki und Loki Promptail installieren, um die Logs zu bekommen. Habe ich nicht gemacht, weil ich es nicht zum Laufen bekommen habe. Ich habe mir den All-in-One Unraid Stack Container für Grafana geholt, auch in der Videobeschreibung. Hab den genommen, hab Grafana davon gelöscht, hab den Container modifiziert und hab da alles aufgespielt, soweit, dass da Prometheus, Loki und Loki Promptail drauflaufen, um das rüber zu schicken, Export, an mein Grafana. Also habe ich diesen Loki, ist auch eine Datenbank, habe ich auch als Datenbankquelle hinzugefügt in Grafana, dass ich da alle Daten abgreifen kann. Und dann ging das auch. Das heißt, ihr könnt verschiedene Datenbanken einfach schnappen, chip installieren. Die bekommen Daten, das müsst ihr halt einstellen. Und die schickt ihr einfach mit offenem Listening Port an Grafana. Und Grafana holt sich die. In Grafana könnt ihr selber auch noch filtern, was ihr haben wollt. Und der startet dann JavaScript-Queries, um alles zu bekommen. Wichtig ist auch noch, dass die Wiederholrate, also hier wird es jetzt nicht angezeigt, ich kann leider kein F11 drücken. Im normalen Port könnt ihr einstellen, das Intervall, in dem Daten abgerufen werden. Ich habe das Sicherheitsfeature des neuen Grafanas ausgeschaltet, normalerweise alle 10 Sekunden. Ich habe es auf eine Sekunde gestellt. Das mache ich im Hauptbetrieb an meinem Rechner. Wird aber leider so nicht funktionieren, wenn ihr einen Raspberry Pi nutzt. Der ist mit einer Sekunde am Frage völlig überfordert. Der muss so viele Daten ziehen und verarbeiten, dass der crasht in diesem Dashboard, wenn ihr es unter 11 Sekunden stellt. 11 Sekunden für dieses Dashboard. Für alle anderen kleineren mit weniger Daten gehen 3-4 Sekunden. Aber die einzelnen Elemente werden sonst nicht mehr laden. Der ist überfordert, selbst mit Komprimieren. Jetzt, wie habe ich das mit dem Raspberry Pi gemacht? Das ist nämlich auch noch so ein kleiner Act. Da der relativ schwach ist, habe ich mir ein gemoddetes Chromium geholt, habe das gemoddete Chromium weiter gemoddet, habe HTTP-Komprimierung angemacht, alle experimentellen Grafikfeatures eingeschalten. Dieser Raspberry Pi läuft auf 2,168 GHz, 2168 MHz. Grafik läuft auf 755, andere werden sagen, oh, der wird abrauchen. Der hat Kühler von mir bekommen und so weiter und der wird irgendwann abrauchen. Das ist mir völlig klar, aber anders kann er es nicht darstellen. Und mit einem Config und Initweak habe ich das Display reduziert, dass es auf 24 Hertz läuft. Darunter erkennt der Monitor nicht mehr. Drüber kann der Raspberry Pi dieses 4K-Bild nicht mehr auflösen mit den ganzen Details und Chromium, denn Chromium ist heftig, aber der schnellste Browser unter Raspbian. Anders habe ich es noch nicht hinbekommen, denn Grafana lädt natürlich auch einige Sachen, nicht nur JavaScripte und Bilddateien vor, die unterstützt werden müssen grafisch. Und das könnt ihr nicht einfach so hinbasteln, indem ihr sagt, ihr nehmt ein Headless-Derivat, das nicht viel Grafik pushen muss. Es hat viel Grafikarbeit zu tun, um das Bild aufzubauen, zu generieren und das jede 11 Sekunden neu. Also es lädt alle metrischen Daten und alle Werte neu alle 11 Sekunden in Echtzeit, teilweise sogar mit 3D-Effekt. Und das braucht natürlich Rechenleistung, auch für so einen kleinen Raspberry Pi, vor allem in 4K. Wenn ihr das Ganze natürlich kleiner skaliert, habt ihr weniger Anforderungen, dann geht das Ganze auch einfacher. Habe ich mir diesen Raspberry Pi geholt, habe ihn zusammengebaut, aufgesetzt, habe mir ein Mini-Betriebssystem gebaut. Ich wollte erst mit Headless-Kiosk-Betriebssystemen arbeiten, die haben nicht funktioniert. Also habe ich mich darauf geeinigt, dass ich selber einen Cruncher laufen lasse mit Chromium im Kiosk-TV-Mode, der nur die Playlist aus Grafana lädt. Ihr könnt nämlich unter dem Tab Playlists, könnt ihr euch eigene Playlists anlegen. Die haben dann einen kurzen Link. Das Ganze habe ich dann in den Cron eingefügt, dass beim Autostart das Ding läuft und fertig und Reload. Und dann noch ein Befehl, dass er alle paar Minuten neu lädt, um den Cache nicht kaputt zu machen. Swap-File abgeändert. Ich habe auch abgeändert, wie die Sachen aus dem Arbeitsspeicher geladen werden und dass die Files aus Chromium alle im Arbeitsspeicher landen, auch die gecached sind von dem Browser, und dann den Cache immer zu flushen. Ja, was habe ich noch gemacht? Komprimierung der Cache-Files, HTTP-Komprimierung, SMBV3 und dann noch ein paar einzelne Tweaks, um die PNG-Dateien in der Auflösung zu reduzieren und es grafisch schneller zu laden. Also sehr viele Tweaks hintenrum meinerseits, kann ich auch zur Verfügung stellen, wenn ihr wollt, auch in der Videobeschreibung da unten. Wenn ihr das so nachbauen wollt, dann kriegt man das halbwegs flüssig. Welche Vorteile hat es jetzt nach monatelanger Arbeit? Ich sehe automatisch, wie viel Strom ich vielleicht verbrauchen werde. Cool. Könnte ich zwar anders auch lösen, ist aber so schön. Ich sehe auch gleich die Kosten, die damit verbunden sind. Ich sehe, wie produktiv ich an welchem Tag war, wann ich was gearbeitet habe, wann jemand zugegriffen hat. Wo Fremdzugriffe herkommen in meinem Netzwerk, wo Zugriffe herkommen, die ich wollte. Ich sehe, wer wurde ausgeblockt, wer ist gerade gelandet, wann bin ich an der Attacke, wann nicht. Entspricht mein Workflow nicht dem, was er soll? Wo hat sich ein Container aufgehangen? Wie viel verbrauchen die Container? Wie viel Headroom habe ich an meinem Server noch? Und wie viel schaufel ich über welche Schnittstelle, die wohin geht? Denn das hier zum Beispiel ist eine Direktverbindung zu meinem Schnittserver. Das ist eine Direktverbindung rüber zu meinem Hauptnetzwerk.
Das heißt, ich habe jeweils 40 Gigabit-Verbindung. Und hier natürlich die Daten aus der OpenSense. Wie gut ist mein Internet gerade? Wie gut ist die Verbindung für einen Livestream? Wie viel lade ich herunter und wie viel hoch? Wie viel Platz habe ich da noch? Wer verbraucht was im Heimnetz? Und ich habe auch noch andere Dashboards, in denen ich genau sehe, welcher Rechner, welche IP, welcher Port, wie auch immer, Heimnetz, DuckDNS ist. Aber die zeige ich jetzt hier direkt im Video nicht. Und die sind auch noch nicht fertig. Die zeige ich natürlich nicht, weil ich das Ganze blurren müsste, weil ich sonst wieder 1 Million Attacken bekomme von euch da draußen. Und natürlich auf der anderen Seite, weil die noch nicht fertig sind. Ich will nur fertige Sachen abliefern. Und um diesen Monitor so schön hinzubekommen, der hat nämlich keinen VESA-Mount. Beschreibung des Monitors, welcher es ist, in der Videobeschreibung, habe ich mir hier eine kleine Stütze gedruckt. 3D-Druck. Tja, ging leider nicht in einem Part. Ich habe es in einem Part designt, deshalb habe ich es hier nochmal verstärkt mit ein bisschen Flex-Tape, um das Ganze schön zu halten. Hätte ich auch in Orange nehmen können, kann man immer hübscher machen. Was am längsten hält, ist das Provisorium. Gut, und dann hält es jetzt hier so und steht so und dann kann ich mir das da hinstellen und ablesen. Dieser Monitor frisst übrigens allein 60 Watt. Ja, der war günstig, konnte mir keinen anderen leisten und ja, muss ich halt jetzt erstmal mit Strom rechnen, bis ich einen günstigeren Monitor finde. Der hat auch nicht den besten Blickwinkel, aber reicht dafür vollkommen aus. 4K deswegen, weil so viele Sachen dargestellt sind, dass ich die Details sonst gar nicht ablesen könnte, weil ich blind bin. Gut, das war jetzt von diesem Video. Das Video ist schon super, super lange. Alles, was ihr wissen wollt, müsst, tut, findet ihr in der Videobeschreibung. Wie ihr das in Android umsetzt, findet ihr in der Videobeschreibung. Ich sage, Android ist the shit. Für alle anderen, die jetzt da draußen Blut geleckt haben, ihr könnt euch informieren. Am besten legt ihr eine Rubrik in unserem Forum oder im Android-Forum an und tauscht euch aus. So können wir zusammen schauen, dass wir noch coolere Dashboards und Sachen basteln und das a thing machen. Das heißt, vielleicht kriegen wir dazu, dass mehr Leute das nutzen und wir einen besseren Workflow hinbekommen, einfachere Android-Container. Vielleicht hat jemand Bock, einen Android-Container zu bauen von euch da draußen, dann go for it. Oder ihr versucht einfach eine Optimierung zu kriegen, mehr Daten zusammenzufassen, einfach für die Leute eine schöne Experience zu schaffen, euch gegenseitig auszutauschen und so das Ganze nochmal zu verbessern und zu verhübschen. Nicht, dass so langweilig aussieht wie bei uns. Und das ist doch schon mal eine geile Sache. Also tauscht euch aus und dann lasst uns auch wissen. Wir wollen natürlich auch unsere Sachen verbessern. Das heißt, wenn wir was kompliziert, scheiße, umständlich machen, nicht richtig erklärt haben, lasst uns wissen, haut einen Kommentar raus. Aber was Produktives, dass wir alle zusammen mehr lernen und dran wachsen. Und so können wir daraus richtig funktionale Dinge basteln für Home Automation, für Unraid, für unser Heimnetzwerk, für Workflow in Firmen und Fabriken, für unser eigenes Home Lab, Studio, Bastelstation, Ding, Livestreamen. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Wenn es euch überfordert hat, versucht es trotzdem. Wenn es euch nicht überfordert hat, versucht es auch. Und wenn es euch wirklich so gepackt hat, dass ihr sagt, wow, das schreckt mich jetzt extrem ab, versucht erstmal den Unraid Stack Grafana Container. Der ist ja einfach nur klick, klick, fertig und ausprobieren. Und wenn ihr dann mehr wollt, hoffe ich, habt ihr Blut geleckt und tauscht euch mit uns ein bisschen aus. Wir werden natürlich versuchen, noch mehr Features zu integrieren, um das Ganze noch auszuweiten. Und da wird irgendwann ein Follow-up-Video kommen dazu. Alle Details sind zu krass und wird die meisten Leute einfach abschrecken. Und dann schaut keiner mehr zu. Mehr Fragen im Livestream, haut sie raus, stellt sie als Fragen. Ich werde darauf eingehen und wir können euch in gewissem Maße auch unterstützen, natürlich leider nicht jeden Einzelnen da draußen. Abgesehen natürlich von unterschiedlichem Wissensstand ist es natürlich auch immer ein Batzen. Ich habe das Ding schon wieder zurückgestellt offscreen, denn meine Aufnahme ist hier gerade abgekackt, weil es zu lang gelaufen ist. Ihr könnt damit viel basteln. Ne? Ob ihr jetzt noch andere Daten in Sensei einwertet oder Firewalls oder ihr schickt Daten von verschiedenen Rechnern mit verschiedenen Auswertungen hin und her über verschiedene Netzwerke, in verschiedene Schnittstellen, über verschiedene Automationen. Ihr wisst, das Thema ist endlos. Jetzt raus aus diesem Video und rein ins nächste Video. Und hoffentlich waren meine 5 Monate Arbeit euch das wert, dass ihr das Video soweit angesehen habt. Wenn nicht, ist das auch okay. Wer meine Art nicht leiden kann, ist auch absolut kein Thema. Ist ja nicht jedermanns Sache. Wir wollen euch da draußen nur ein kleines bisschen bereichern. Dafür offere ich Zeit, Geld und Verstand und hoffe, für euch ist das eine geile Nummer. Der Raspberry Pi hier übrigens, hart übertaktet, ne? Habe ich schon erwähnt, glaube ich. Der ist am Limit. Wer da die Infos haben will, auch in der Videobeschreibung. Ich bin jetzt raus hier. Das war jetzt eine Hammernummer. Bis ins nächste Video.